Okay. Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zurück. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind zurück in unserer Folge Kingmaker Pathfinder. Pathfinder Kingmaker. Letztes Mal haben wir die Amiri-Sache gemacht. Jetzt machen wir hoffentlich die Sache für den Jubilost. Schauen wir mal, was der sagt. Oder dorthin gehen. Ich meine, es ist schon alles besiegt dort. Vielleicht finden wir allerdings noch. Das hätten wir auch bei dem Outpost nochmal nachschauen können. Ich glaube, es fehlt noch ein oder zwei von diesen. Von diesen Helmteilen. Von diesen Ancient Helm. Ah, splendid. I knew you couldn't hide from me forever, you elusive dwarf outpost. Jubilost digs the map out of his pocket and makes a mark on it. That's it. On behalf of all the institutions of Inner Sea, I hereby thank you. As a matter of fact, I'm even qualified to reward your help in hard coin. He gets out his purse and throws it to you. Nicht jetzt? Now all I have to do is finish my article for The Independence about the state of affairs in your barony. Jubilost looks at you defiantly. I will be honest with you. Unfortunately, I can't write anything too good. Yes, so super. Monsters roaming the roads, minimal educational level, and the traveler needs some unprecedented luck to be able to find any interesting sites or landmarks. Sadly, these lands are not attractive, neither for potential settlers nor for tourists. Ich habe nicht nachgeschaut, was für ein Alignment der Jubilost hat. I offer you a simple deal. You write a positive review and I don't pull your legs out right now. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben gesagt, wir nehmen immer Lawful Evil. Also nehmen wir Lawful Evil. So that's how you see it. All right. Have it your way, Jubilost bows, but his gaze is oozing with contempt. You performed. Yeah, okay. I'll need some time to finish my article. Until then, I'll stay at your capital. I'm sure you don't mind. Ich glaube, es ist wurscht, was man sagt. Er bleibt sowieso da. Das ist gut. Er ist nämlich ein sehr guter Treasurer. Great. By the way, I'd be pleased to travel with you sometime. If you wanted to have a conversation with someone smarter than your usual companions. Ja, finde ich gut. Ah, verdammt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Well, sie, warte mal, kann man das nachlesen? Ich glaube, man kann es nachlesen. Was sagt sie? What? Travel with pompous, self-centered buffoon like you? You wish. Sehr gut, sehr gut. Well, seeing as it isn't your decision to make, I suppose you'll just have to suffer living in my shadow for a while. Gnome chuckles smugly. Okay, das heißt, wir müssen hier nicht mehr weitermachen, oder? Renowned Explorer. Wir waren hier. Wir schauen uns das an. Prove your worth. Check. Renowned Explorer. Check. So. Die drei Sachen im Witch-Ding brauchen wir. Das heißt, die einzigen Quests, die wir haben, sind das, wo ich alleine irgendwo hinrennen muss, was ich nicht will. Oder die drei bei der Hexe. Ich glaube sogar vier. Na, dann machen wir halt die Hexe. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie zustande kriegen. Dazu müssen wir vor allem das schaffen. Wenn wir das schaffen, kriegen wir auch das hier für Swamp. Okay. Dann kriegen wir die Coins für den Deadman's Eyes.
Da sprechen wir auch noch mit der alten Hexe. Die wird ganz grantig auf uns sein, wenn wir ihr sagen, ob sie nicht das Kind gefunden hat, gesehen hat. Das ist im Motto, ist eh klar, alte Frau lebt alleine im Wald und schon glauben alle, dass ich sie gefressen habe. Natürlich habe ich sie gefressen. Okay, passt. Das war's. Das heißt, wir brauchen da nicht mehr rein. Finde ich gut. Wenn wir schon hier sind, sollten wir die ganzen Seitenwege auch noch abgehen und irgendwelche kleineren Ortschaften, die hier rumstehen. Das sind zwar lauter Sachen, die nicht zu irgendwelchen Quests gehören. Also nicht alle zumindest. Na dann. Fancy. Let's enter the Swamp Witch's Hut. Ich frage mich gerade, ob es einen Unterschied macht, aus welcher Richtung man kommt, wo man reinkommt. Es gibt zwei Ausgänge. Komm schon, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt links reinkommen würden. Da ist auch noch dieses Dings, da ist auch noch dieser uralte Will-O-Wisp. Den müssen wir auch noch besiegen. Der hat uns letztens ziemlich fertig gemacht. Da brauchen wir all unser Können, um das zu bestehen. Tja, für all jene, die mir noch zuschauen. Es ist im Übrigen Tag 5 der nicht ganz Quarantäne. Hey, da gibt es noch Sachen, die wir nicht angeschaut haben. Wir nicht geskinnt haben. Arg eigentlich. Wir hätten Dings mitnehmen sollen, Ekom Dayo. Können wir es eigentlich hier ändern? Draußen können wir es, glaube ich, ändern, gell? Können wir die Gruppe neu einstellen oder so irgendwie? So, ich weiß, dass man da irgendwo da hinten machen und ich weiß, es war schwierig damals. Ja, da ist eine Kiste. So, da ist der alte Bürgermeister. Da ist dieser fürchterliche Nebel. Irgendwas gibt's dagegen. Irgendetwas gibt es, damit man da in diesem Nebel nicht. Ah, der ist fürchterlich. Der kostet nämlich Konstitution, wenn man reingeht.
Irgendetwas, womit wir das umgehen können. Burning Arc? Ne. Irgendwas, was du kannst, auf jeden Fall am ehesten. Was ist das? Resist Acid. Hm. Shield of Faith. Was kann das? Mage Armor. Bla bla bla. Restoration Nessa. Remove Curse. Im Hintergrund schreit mein Sohn. Fox is cunning. Of invisibility, bla bla bla. Potion of aid, bark skin, blur, bull strength. Du nimmst du das da mal und schlägst einfach rein. Geht das? One round per level? Ist recht wenig, naja. Geh in den Stealth-Modus. Jetzt? Nein. Gehst du bitte nicht durch diesen Nebel? Trees are broken by someone's enormous claws. Das klingt nicht gut. Gefunden. Oh mein Gott. Ein Level 16 Plant. Evil. Was sein. Lauf doch bitte raus. Kannst du nicht schneller laufen, Fräulein? So, warte mal. Du nimmst bitte ein Mutagen. Ah, super. Wir hätten vielleicht abspeichern sollen. Das wäre klug gewesen, oder? Ja, genau das nehmen wir. So, Omiri. Du nimmst bitte. Welche Potions nimmst du? Shield of Faith wäre vielleicht nicht schlecht. Hast du das noch? Was ist das? Vanish.
schauen wir dann. Shield of Faith. Das war's. Was ist das? Dark Skin ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Was kannst du machen? Du kriegst kein Shield of Faith, weil du hast ein Shield. Aber Barkskin kannst du noch haben, weil Natural Armor ist Natural Armor. Potion of Blur ist gut. Fox's Cunning macht Intelligenz mehr. Okay, was hast du da noch? Barkskin. Sachen, die wir werfen können. Du. Ja, du bist derjenige, der Sachen tun kann. Sowas zum Beispiel mal. So, du. Was bitte das? Meine gute Octavia, du gehst bitte daher. Du hast schon was zu tun. Du trinkst bitte das. Du trinkst bitte das. Du trinkst bitte auch das. Machst du? Naja, du machst schon was. Machen alle was. Octavia läuft. Stop. Stop. Du wirfst das bitte auf das Viech. Octavia. Du rennst daher. Miri, du trinkst bitte das hier. Du trinkst bitte das hier. Du, mein Freund, was ist das? Cat's Grace auf dich. Du hier. Prayer. Das ist ein ziemlich cooler Spruch. Finde ich gut. Die ersten drei Punkte haben wir ihm schon Schaden gemacht. Wir wissen nicht, wie viele Punkte er Lebenspunkte hat, aber drei hält er offensichtlich aus. Du nimmst doch bitte mal das Ding da als. Was? Do not falter. Okay. Und das. Du hier. Zauberst noch. Du läufst noch. Du zauberst noch. Ah, das schaut fürchterlich aus. Gut. Könntest du bitte Hold machen? Ich brauche dich echt nicht dahinter vorne. Was du machen darfst ist, du darfst mir einfach einmal einen Feuerball basteln. Gott sei Dank ist dieser Tree so groß, dass wir den Feuerball so legen können. Ah!
Freund, du gehst da mal weg. Bevor du mir da stirbst. Du. Sneak Attack. Das war fancy. Mach doch mal das hier. Aus dem Feuerball. Und wenn du weit genug weg bist, was macht das? Acid Bomb. Oder das, was macht? Alchemist's Bomb. Fireball. Könnten wir bitte hier hinten stehen bleiben? Koffer. Ja, das geschieht dir recht. Was rennst du auch vor? Können wir Hold machen? Was, das war's schon? I need to catch my breath. Echt jetzt? Das war ja einfacher, als ich dachte. So, na dann. Nehmen wir das Ding auseinander. Und ein Ring. Na, schauen wir uns doch gerade an. Was in diesem Brief drinnen steht. Thanks, but let's just leave it. Das heißt einfach nur lesen. My beloved Calitropsia. Every day I spend without you seems to drag on forever. The only thing left to do is to think of our coming wedding. Only you know how I long for this day. Philip! So laut. Kind. I see happy guests and tables set out for a feast. I smell the fragrance of flowers and fine cuisine. I hear cheerful music. I feel your touch as we whirl and dance. But even these dreams pale in comparison to the mere thought of the eternity we'll spend together. I shall love you forever, even after death in every life after this one and across all of creation. Only one thing disturbs my happiness. Do you know that someone tried to interfere with our wedding? My former groom, Dorsey, has talked Father into trying to disrupt the ceremony. Picture his this father took it into his head that since he is a headman of our village, he can decide my fate. But don't you worry, my love, their plot has fallen apart. No gods could prevent our union, for a higher force is standing behind us. A few nights ago, I dreamt of a mesmerizing maiden who told me how to free myself out of my father's grip. I did everything as she told. I was so angry with him. Now, of course, I'm beset with doubt. Was it the right thing to do? Probably not. Still, I hardly think any of this is more than pure superstition. Such silliness cannot change how things are, and I could have dreamed up absolutely anything. Think nothing of this, my love. Think only of me. I love you. I cannot wait for your day. Your Nuta. Okay.
Könnte sein, dass das nicht unbedingt der die beste Sache war, was du gemacht hast, Nyta. Okay. So, Freunde, hier geht's mal daher. Du. Geh mal daher. So. Schauen wir mal. Almost every plant here looks sick. Okay. Safe game. Bevor wir da irgendwo reinrennen und wir den Kampf nochmal machen müssen, weil wir zu doof sind. Ja, ja. Stop. Constitution checks. Was ist das? Cypress Queen's Flower. Ich glaube, das ist das, was wir für die Dings finden müssen. Wand of Burning Arc. Klingt gut. So, aber das sind irgendwie nicht diese Pflanzen, die wir suchen. Hier müsste es eigentlich noch irgendwo so Pflanzen auch geben. Mhm. Und schon haben wir ein Constitution Damage gekriegt. This is for you. Remove poison. Was sein? So, du hast doch sicherlich oder auch nicht. Hast du nichts? Ja, da haben wir. Restoration Lesser. So, wo könnten, das haben wir offensichtlich schon angeschaut, wo könnten diese Sachen sein? Haben wir Delay Poison? Das könnte Delay Poison. Hier kenne ich die Delay Poison, verdammt, das ist ja schrecklich. Na, 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 na. Was ist das? Mage Armor. Blindness. Es ist Acid. False Light. Ah, warte mal. Wir hätten die Dings mitnehmen sollen. Unseren Vampir. Weil
Protection from chaos. Protection from evil. Nein, wir haben kein Delay Poison oder so irgendwas. Natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Kannst du das zaubern vielleicht? Wahrscheinlich kannst du das schon zaubern, aber du hast das halt nicht eingelernt jetzt. Was ist das? Fairy Fire. Kein Delay Poison. Na gut, wer hat die höchste Konstitution von uns? Du hast Con 12. Con 18. Bist du wahnsinnig nicht schlecht. 24? Das ist absurd. 12. Und 8. Wow. Und dich haben wir da reingeschickt. Das Mädel mit der niedrigsten Konstitution. Okay, gut. Du. Give the order. We'll do it the hard way. Ich jetzt? Du hast einen Einser gewürfelt. Das erste Mal, wo du rein bist, hast du einen Einser gewürfelt und beim zweiten Mal sicherheitshalber auch gleich. Okay, du warst noch nicht bei dem Okay. Nein! Ha, stopp! Ach, bitte. Gut, Freunde, wir machen Folgendes. Ich mache das in der Pause zwischen den zwei Aufnahmen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.